Hallo, ich bin Sven. Ich spiele hier heute den Moderator für das offene Mikrofon. Hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an einen guten Redeton hält und der natürlich sich ein bisschen an unseren Zeitrahmen hält von 6 Minuten. Hier darf jeder ohne Anmeldung und ohne Zensur 6 Minuten lang sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und wenn er eine Anmeldung macht, heute nehmen wir noch sehr viele Anmeldungen an oder können noch viele Anmeldungen annehmen. Wenn man hier eine Anmeldung macht, wird man natürlich auch nicht zensiert oder geprüft, aber man darf bis zu 20 Minuten hier diesen Raum benutzen, diese Bühne benutzen und einen Beitrag leisten. Also jetzt wieder zusteigen, jetzt wieder dabei sein. Und da heute so wenig Beiträge sind, bringe ich doch glatt mal selber ein und ich nehme mal kurz die Mütze ab, damit man auch sieht, dass ich jetzt kein Moderator bin, sondern dass ich jetzt Sven, ein Teilnehmer bin und dass ich nur für mich spreche und schon gar nicht für diese Versammlung hier, die wir hier abhalten. Denn auf dieser Versammlung spricht jeder brav für sich selber und formuliert seine eigenen Einstellung. Ja, Einstellung kann man auch sagen, aber ich wollte sagen Forderung. Ja, also jeder fordert hier für sich selber, keiner fordert für die Gruppe hier was. Jeder spricht für sich in seinem eigenen Namen und das tue ich jetzt auch. Und ich wollte mal auf den NSU mal wieder zu sprechen kommen. Ich habe das jetzt eine Weile hier nicht am offenen Mikrofon gemacht, obwohl da auch immer wieder was passiert ist. Ihr wisst ja, seit 6 Jahren gibt es da so komische Mordfälle und da wird dann in der Zeitung auch immer von so einem Terrortrio geredet. Und es ist sogar hier in der Stadt Hamburg ein Teil der Kohlen-Tweete umbenannt worden nach einem Opfer des NSU. Und das finde ich sehr komisch und auch sehr bedenklich. Denn ob es jemals ein NSU gegeben hat oder ob das eine Ente der Zeitung, der Geheimdienste und bestimmter politischer Kreise ist, die sich das sehr gerne wünschen, dass es so einen Terrorismus gegeben hat, das halte ich für sehr wahrscheinlicher. Und dass Hamburg das einzige Bundesland ist, was keinen Untersuchungsausschuss zum NSU hat, obwohl es ja auch ein Opfer gegeben hat, nachdem jetzt hier eine Straße benannt ist, das finde ich schon ziemlich bedenklich, besonders weil dieses Opfer eindeutig etwas mit dem deutschen Verfassungsschutz oder mit dem Landesverfassungsschutz zu tun hatte. Wohl auch, ich bin mal so mutig, das zu sagen, wohl auch etwas mit dem Drogenmilieu zu tun hatte. Und nach so einer Person ist jetzt eine Straße benannt und ich finde das ziemlich bedenklich, weil sind jetzt 5 Zeugen gestorben im im Laufe des Prozesses. Eigentlich 7, wenn man die beiden Uwes, das sind 2 von diesem Terrortrio, die sich da angeblich im Wohnmobil selber gegenseitig erschossen haben und dann das Wohnmobil angezündet haben. Aber das ist ein bisschen problematisch, weil wenn man sich gegenseitig erschießt, kann man kein Wohnmobil anzünden. Und die haben auch keinen Rauch in der Lunge. Und was viele Leute nicht wissen ist, diese Akten, die Polizeiakten sind restlos geleakt worden. Ja, die kann man im Internet sich frei runterladen und angucken. Und es gibt sehr viele Leute, es gibt einen Arbeitskreis NSU, arbeitskreis-n.su, der das probiert aufzuarbeiten. Und die probieren nicht den Fall zu lösen, sondern die probieren die Widersprüche deutlich zu machen. Also ich kann jedem mal empfehlen, auf arbeitskreis-n.su zu gehen und mal zu lesen, was der Arbeitskreis um den Herrn Fatalist, dem diese Akten zugespielt wurden, gesagt hat. Und wie gesagt, also wir haben jetzt 7 tote Zeugen im NSU-Verfahren und wir haben eine Presse, die nicht wirklich gut und investigativ berichtet und wir haben mehrere Untersuchungsausschüsse in verschiedenen Landesparlamenten und auch im Bundestag, die meiner Meinung nach alle eher eigentlich dazu beitragen, diesen Fall zu verschleiern. Und ich kann ja mal bis jetzt sagen, wir machen jetzt gerade 6 Jahre Gerichtsverfahren für den NSU, circa, also und in diesen 6 Jahren konnte man den beiden Uwes und dieser Beate Zschäpe nicht mal nachweisen, dass sie in irgendwelchen von diesen Tatorten in der Nähe waren. Ja, man kann den nicht beweisen, gar nichts. Das Einzige, was auf dieses Trio hinweist, ist, dass man in dem ausgebrannten Wohnmobil und in der ausgebrannten Wohnung, dass man dort Tatwaffen gefunden hat. Ja, das ist natürlich ziemlich doof, wenn dann das Wohnmobil danach angezündet wurde, dann könnte es ja auch sein, dass man die Tatwaffen da mit reingelegt hat. Ja? Und es gibt sowieso verschiedene Indizien dafür, dass 2-mal dieser Tatort verwischt wurde, und zwar nicht vom Verfassungsschutz, sondern vom Staatsschutz. Ich wusste gar nicht, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass wir überhaupt sowas haben. Aber ja, wir haben einen Staatsschutz, nicht nur einen, sondern jedes Bundesland hat einen. Und dann gibt es noch einen für den Bund, ne, für die Bundesrepublik, die hat dann auch noch einen Staatsschutz. Und das ist aus der Gestapo hervorgegangen. Und das ist eine bestimmte Einheit der Polizei, die für gewisse Aufgaben zuständig ist, unter anderem halt den Staat zu schützen.
Und im Grunde genommen zeigen ziemlich viele Finger und Indizien und Spuren zeigen genau da in diese Richtung. Und es gibt leider, und das muss ich den linken Journalisten besonders vorwerfen, also ich fand am Anfang hat die Neue Welt eine ziemlich gute Figur gemacht, aber die sind dann leider auch ein bisschen verschlackt in ihrer Aufklärung, denn sie probieren immer das Ganze so zu suggerieren, da sind so auch so ein paar Rechtsradikale in der Polizei und die decken Rechtsradikale da draußen. Ich glaube, das geben die Indizien nicht her. Ich glaube tatsächlich, das Ganze ist von vorne bis hinten eine Ente und wenn man genau guckt, der Arte Cheppe war, ist angeworben worden 1998 beim Verfassungsschutz. Und wie gesagt, es gibt jetzt 5 tote Zeugen, eigentlich 7 tote Zeugen, wenn man die beiden Uwes mit dazu rechnet und das ist ganz schön verdächtig, besonders wenn jemand zu einer Aussage hinfahren will und sich dann selber im Auto anzündet. Ne? Also wenn jemand gerade eine Aussage bei der Polizei machen möchte und dann Selbstmord begeht auf dem Weg und dann wird das auch noch so festgestellt, ja, das war schon Selbstmord, dann finde ich das schon ziemlich bedenklich. Okay, das wollte ich nur sagen. Es gibt eine Straße, die nach einem NSU-Opfer benannt wurde, obwohl man gar nicht sagen kann, dass es überhaupt einen NSU gegeben hat. Das kann man, lassen die Fakten im Augenblick so gar nicht zu. Ja? Und welchen Deal Beate Zschäpe hat, dass die vielleicht vorhat, tatsächlich schuldig gesprochen zu werden, ohne dass sie was gesagt hat, und dann geht sie in Revision und dann bekommt sie ein Zeugenschutzprogramm. Praktisch ist ja auch, wenn Leute, die Leute als schuldig gelten, die schon tot sind, dann findet nämlich kein Gerichtsprozess statt. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann. Das ist wie wenn man Mord ohne Leiche, das ist auch kein Mord, weil die könnte ja doch irgendwo sein, die Leiche. Also man braucht halt keinen Gerichtsprozess mehr, wenn die Zeugen oder die Haupttäter tot sind. Und da Beate Zschäpe ja nur schweigt und jetzt sozusagen auch von den Medien da irgendwie so hingestellt wird, als wäre sie nur das dumme Mädchen gewesen, was da verliebt irgendwie hinterhergefahren ist, dann ist es natürlich dann noch leichter. Dann kann man ihr ein Zeugenschutzprogramm angedeihen lassen oder irgendeinen Deal noch machen. Und ich glaube, das wird da auch gemacht. Da sind mehrere Deals gemacht worden. Aber was mich wirklich erschüttert ist, dass die Stadt Hamburg hat keinen Untersuchungsausschuss. Das ist das einzige Bundesland in Deutschland, was einen NSU-Mord hatte und was keinen Untersuchungsausschuss angestrebt hat. Aber so frei war, eine Straße nach einem Opfer zu benennen. Wobei, das war natürlich ein Opfer, aber wenn ich mal wirklich meine Theorie sagen darf, ich bin natürlich, habe keine Ahnung, ja, ich kann sowas überhaupt nicht, das, was ich mir gerade ziemlich vorstellen könnte, weil das nämlich in den 80er Jahren ähnlich schon mal passiert ist, dass das Geheimdienstmorde eines fremden Landes waren. Und da das alles gar keine Türken waren, sondern das waren Kurden, ja, also Kurden türkischer Staatsbürgerschaft, kann es ja durchaus sein, dass der MIT, der türkische Geheimdienst, hier einen Freifahrtschein bekommen hat und unsere Behörden haben diese Leute gedeckt, ja, dieses Killerkommando, was hierher gekommen ist und nämlich genau den Drogenmarkt, der hier in Hamburg in kurdischer Hand ist, probiert in die richtigen Kreise, in die richtigen türkischen Kreise, wo sie die Geheimdienste, also Geheimdienste benutzen ja Drogengeld. Ne? Das ist CIA, ist auch gar kein Geheimnis. Ja? Das CIA hat das Heroin vom, aus Afghanistan benutzt, um seine Geheimdienstpläne zu finanzieren. Und genauso könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass der türkische Geheimdienst MIT das sich natürlich auch gut vorstellen könnte. Und da probiert halt hier im kurdischen Drogenmilieu ein bisschen aufzuräumen. Und dann wird jemand erschossen und dann wird eine Mar von rechtsradikalen Terror, der ja gar kein Terror sein kann, weil die haben ja anscheinend mehrere Jahre sind sie durchs Land gefahren und haben gemordet, aber die haben keine einzige Tat gestanden, die haben keine Bekennervideos gemacht, die haben Terrorismus heißt ja, dass ich einen Anschlag mache und danach sage, ich war das und das wird doch alles viel schlimmer, ja? Aber die haben ja einfach nur gemordet und haben ja keine Spur hinterlassen, gar nichts, die waren einfach nicht da. Und erst 5 Tage, nachdem das Wohnmobil gebrannt hat und die Wohnung in Zwickau, erst 5 Tage danach, ja, da kommen sie raus und sagen, ha, jetzt haben wir einen Koffer gefunden, der war rot angemalt, da war ein Hakenkreuz auch drauf gemalt, das müssen Rechtsradikale gewesen sein und jetzt wissen wir das ganz genau. Ich glaube wirklich, vielleicht klingt das für einige Ohren jetzt hier ganz verrückt oder vielleicht klingt das auch so, als wäre ich rechtsradikal und möchte jetzt nur weit, weit von meinen Freunden hier die Schuld wegweisen, aber überlegt euch das doch mal wirklich. Macht denn jemand Terror und hält das so viele Jahre geheim und sagt nichts? 2011, wann haben die angefangen? 2001 bis 2011, ne? 10 Jahre fahre ich durchs Land, mache Terror und sag keinem was. Das ist ja gut, ne? Das geht natürlich nicht. Und da gibt es noch viel mehr Indizien. Also den Rauch in der Lunge habe ich ja schon erwähnt von den beiden Uwes, da ist kein Rauch in der Lunge, das heißt, das Wohnmobil ist später angezündet worden, von wem ist es angezündet worden? Das gibt Akten, kann man gucken. Es gibt Leute, die haben das gemacht. Es sind leider sehr wenige Leute.
Ich schätze mal, es sind ungefähr 30 Menschen, die in diesem Arbeitskreis lose beteiligt sind. 30 Menschen beschäftigen sich damit und viele wollen es nicht hören. Und ich beschäftige mich ja relativ viel mit den alternativen Medien und ich wundere mich auch, dass viele von den alternativen Medien da auch eher zur Verklärung was beitragen. Zum Beispiel Kompaktnachrichten sind auch voll dabei, meiner Meinung nach, die Wahlumstände da zu verklären. Und ich weiß gar nicht, welchen Stand die da im Augenblick haben, aber es gibt auch andere, die da anscheinend gar kein Augenmerk drauf richten. Als ich damals das erste Mal den Verdacht hatte, dass das Ganze inszeniert ist, und da gibt es ja wirklich viele Anzeichen, dass das inszeniert ist, was habe ich denn da gedacht? Ja, da habe ich gedacht, keine Ahnung, ich wusste, dass auf jeden Fall da irgendwas nicht stimmen kann. Und umso mehr ich mich jetzt da beschäftigt habe, ich habe auch in die Akten reingeguckt, die können nur leider viele Leute gar nicht lesen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr anstrengend. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die aus dem Behördendienst ausgeschieden sind, die mal bei solchen Vereinen wie dem Staatsschutz, dem Verfassungsschutz und so weiter gearbeitet haben, die dann sozusagen auf die andere Seite wechseln und probieren, solche Akten aufzuarbeiten. Und diese Akten sind aufgearbeitet, ihr könnt sie finden unter arbeitskreis-n.su, ja, und da kann man das finden. Sehr viele Informationen, es ist sehr unübersichtlich, leider bereitet das keiner auf. Ich habe das jetzt so ein bisschen probiert, 7 Zeugen sind tot, eigentlich nur 5, aber 2 Uwe sind ja eigentlich auch Zeugen und genau, Hamburg hat keinen Untersuchungsausschuss beim NSU, finde ich irgendwie verdächtig schon, ne? Keinen Untersuchungsausschuss zu haben. Dankeschön.